Zukunft quasi Sonographiegeräte auf den Nordostwegen bringt. Das kann ich nicht gehen. Danke, Stefan. Kollegen, alle, die noch verharrende Dinge, da, obwohl die Brötchen schon draußen stehen. Ich darf Ihnen heute noch ein bisschen was über die fokussierte Notfalltoraxsonographie erzählen. Ich komme aus dem LK Graz Südwest, Standort West, und bin auch Notarzt am ausfahrtsstärksten Stützpunkt von der Steiermark, dem NEF West, mit 2127 Ausfahrten. Danke für. Ja, wir werden ein bisschen so die verschiedenen Gebiete streifen, ein bisschen was vom Herz hören, ein bisschen was von der Lunge hören. Und das darf ich in den nächsten 20 Minuten schnell noch erzählen. Welche Geräte gibt es da so am Markt? Das, was wir verwenden, ist ein V-Scan. Das ist ein relativ kleines Gerät, das ist von GE. Und ein anderes Gerät wäre zum Beispiel das von Sonosite. Welches Gerät man verwendet, ist im Prinzip egal. Hauptsache ist es halbwegs handlich, dass man es irgendwo mitnehmen kann. Die Größe und die Kleinheit des Gerätes sind Vor- und Nachteile. Das werden wir dann nachher noch kurz besprechen. Wo kann man diese Sonographie einsetzen? Also wir heute das große Thema Thoraxschmerz, akutes Koronarsyndrom. Wir haben aber auch viele Differentialdiagnosen, also zum Beispiel das Aortenaneurysma. Wie schaut der rechte Ventrikel aus? Haben wir einen Verdacht auf eine Lungenembolie, einen Pneumothorax, eine Pneumonie oder Perikardtamponade, ja, die einmal irgendwie jetzt ähnlich von der Symptomatik sein können. Ja. Das sind aber Sachen, die man sicher ausschließen muss, gerade wenn man Patienten mit solchen aggressiven Substanzen wie Cangrelor, Ticagrelor oder Effient behandelt. Ja. Gut, leider ist der Vortrag ein bisschen verzogen. Ich hoffe, das stört keinen so ganz, aber kann man nichts machen. Wir haben es probiert umzustellen. So. Zweites Leitsymptom wäre noch die Dyspnoe. Da kann man auch den Ultraschall super einsetzen, dass man ein bisschen differenziert zwischen Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, das werden wir uns dann auch anschauen, wie wir das unterscheiden, wie der Pneumothorax und anderen Erkrankungen. Ja. Ein weiteres Einsatzgebiet des Ultraschalls ist sicher bei der Reanimation, da kann man es auch zum Ausschluss freier Flüssigkeit verwenden, beziehungsweise wieder der bekannten Differentialdiagnosen, die wir schon erwähnt haben, wie die Lungenembolie oder der Pneumothorax. Und die Sonographie kann man sicher auch sehr gut beim Schock einsetzen. Wenn der Blutdruck niedrig ist, kann man sich überlegen, ist das jetzt eher ein kardiales Problem oder ist es ein Kreislauf, ein Füllungsproblem. Alle diese Differentialdiagnosen kann man mit Hilfe des Ultraschalls sicher gut bestimmen, wenn man ein bisschen Übung hat dabei, muss man auch immer dazu sagen. Heute ist aber das Hauptthema eigentlich der Thoraxschmerz bzw. der Thorax und wir schauen uns jetzt hauptsächlich mal so ein bisschen was zur Differentialdiagnose Thoraxschmerz an. Gut, was kann man da alles so sehen im Ultraschall, wenn man an Thoraxschmerz denkt? Wenn man zum Beispiel im Ultraschall eine regionale Wandbewegungsstörung, die sicher relativ schwer zum Interpretieren sein wird, muss man auch sagen, aber wenn man das wirklich sehen würde, dann spricht das sicher stark für ein akutes Koronarsyndrom. Sollte man eine dilatierte Aorta zum Beispiel sehen mit einem Intima Flap, das könnte mal hinweisen auf eine Aortendissektion. Ist der rechte Ventrikel sehr groß, kann uns das zu einer Lungenembolie leiten? Oder wenn wir zum Beispiel einen Perikarderguss sehen, kann das einmal ein Hinweis sein, zum Beispiel auch im Rahmen eines akuten Koronarsyndroms auf eine Ventrikelruptur oder andere Erkrankungen des Perikards. Ja. Welche Schnitte sind präklinisch überhaupt möglich? Also wir sind leider nicht im Echolabor, also es wird sicher schwierig sein, alle Schnitte durchzuführen, gerade wenn der Patient in Rückenlage liegt, intubiert ist, und wenn man nicht gescheit lagern kann, wenn man die Lunge darüber als Überlagerung hat, subkostal ist vielleicht oft der beste und auch einzige Schnitt, den man dann wahrscheinlich präklinisch sogar durchführen kann. Und mit Interpretation der Vena cava inferior, beziehungsweise dem Füllungszustand der Vena cava inferior. Die parastinalen Schnitte kann man auch machen und apikalen Schnitte. Ja, der apikale Vierkammerplex sicher als der zweite Schnitt, den man vielleicht gut durchführen kann. Wie schauen die aus? Also das wäre zum Beispiel ein subkostaler Schnitt, das ist ein subkostaler Vierkammerblick. Da sieht man, ich werde es jetzt ein bisschen anleuchten, da den linken Ventrikel, den linken Vorhof, rechter Vorhof und der rechte Ventrikel und da würde die Vena cava rausgehen. Das ist so der Schnitt, den man eigentlich ganz gut machen kann, wenn man den Patienten von subkostal so gerade nach oben anschaltet. Ja.
Das wäre die parasternal lange Achse, das ist sicher auch ein Schnitt, der in Rückenlage nicht immer möglich ist. Da sieht man wiederum den linken Ventrikel, den linken Vorhof und die Aortenklappe und da geht es hinaus in die Aorta, da ist der rechte Ventrikel. Und der dritte wichtige Schnitt, den man so präklinisch durchführen kann, ist der apikale Vierkammerblick. Da schaltet man im Prinzip von der Herzspitze aus und man sieht hier den linken Ventrikel, den linken Vorhof, hier den rechten Vorhof und den rechten Ventrikel. Und da vielleicht noch ein wichtiger Schnitt für den Füllungszustand oder um den Füllungszustand der Vena Cava Inferior zu beurteilen. Das wäre so ein modifizierter subkostaler Schnitt, wo man da die Einmündung der Vena Cava Inferior ganz gut sieht. Und man sieht dann auch artenabhängig, gibt es eine Kaliberschwankung, gibt es keine Kaliberschwankung, kollabiert die Vena Cava oder ist das so ein pralles, weites Rohr. Ja? Gut. Das sind noch die übrigen Schnitte, die man machen könnte. Das ist also die parasternal kurzen Achsen. Wenn man die reinbringt, kann man die gern probieren. Es wird nicht immer möglich sein. Parasternal kurze Achse auf Höhe der Mitralklappe. Da wieder der linke Ventrikel. Parasternal kurze Achse auf Höhe des Papillarmuskels. Der Zweikammerblick, wo man die diaphragmalen Anteile bzw. die inferioren Anteile der linken Herzkammer und die anteren Anteile besser sieht. Und dann noch der apikale Dreikammerblick. Also, eins muss man dazu sagen, eine Echokardiographie durchzuführen ist sicher, wenn man das noch nie einen Echoschallkopf in der Hand gehabt hat, sicher nicht ganz einfach. Ja? Gerade für den Ungeübten. Ja? Also man muss schon ein bisschen Vorübung haben, um das dann im Notfall auch gut und schnell einsetzen zu können, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Der zweite Teil von dem Vortrag, die Lungensonographie, die kann man relativ schnell erlernen. Ja? Gut, aber wir wollen eigentlich nur wirklich grobe Pathologien erkennen. Das ist das, was wir präklinisch brauchen. Alles andere können die im Echolabor dann drinnen machen. Ja? Erste wirkliche erkennbare Pathologie, das ist ein Perikarderguss, beginnende Tamponade. Also das ist wirklich erkennbar, wenn da wirklich ein echoarmer Saum rund um das ganze Herz ist, hier ist ein subkostaler Vierkammerblick, dann ist es ein starker Hinweis auf eine Perikarderguss bzw. ein starker Hinweis auf eine Tamponade. Ja. Wenn der Patient dann zusätzlich noch hämodynamisch wirklich kompromittiert ist, so wie da, also das ist für einen Swinging Heart, das muss sicher schon länger gehen, weil sonst kommt man gar nicht auf so eine Ergussmenge. Ein bisschen eine Theorie zur Perikard-Tamponade. Es ist eine rasche Flüssigkeitsansammlung im Bereich des Perikards, kann bereits ab 150 Milliliter zu einer beginnenden Tamponade führen. Bei chronischen Zuständen kann es bis zu 2 Litern in diesen Perikardsack, wenn sie das langsam dehnen kann, kann bis zu 2 Liter reinpassen. Ja. Unser Hausrekord war 1500 Milliliter, die wir abpunktiert haben. Klinische Zeichen für die Tamponade sind sicher eine Halsvenenstauung, ein Blutdruckabfall, Tachykardie und ein Pulsus paradoxus, wo wirklich atemsynchron, also das könnte man zum Beispiel, wenn man eine invasive Blutdruckmessung hat, messen, dass da wirklich bei In- und Expiration der Blutdruck sehr stark schwankt. Ja. Also das ist sicher so ein Zeichen. Ja. Das wäre zum Beispiel beim Tumor, da kann es auch einmal zu einer großen Ansammlung kommen, das sind sicher Sachen, die chronisch entstehen. Ja. Wie erkennt man diese Tamponade im Echo? Die Vena Cava, wie wir schon vorher gesehen haben in dem Schnitt, die ist dann sicher sehr weit, die ist dilatiert, die hat keine artenabhängige Schwankung. Es ist ein zirkumferenter Randsaum im Perikardraum. Im Doppler sieht man starke Schwankungen im transmitralen Fluss, transmitralen und trikuspitalen Flussmuster. Und eine Tamponade sollte man wirklich nur dann präklinisch punktieren, wenn das wirklich hemodynamisch wirklich wirksam ist und der Patient im Schock ist, ja, im Kardiogenen. Vorher wird man, sonst würde man eher wahrscheinlich einen zügigen Transport ins Krankenhaus durchführen. Ja. Dann nochmal so ein Bild, der Patient nach der Intervention am nächsten Tag, da ist die rechte Herzkammer richtig zusammengedrückt, also hat kein Lumen mehr und nach der Punktion war der Patient wieder völlig stabil hemodynamisch. So Perikard-Punktion ist natürlich nicht ganz was Einfaches. Das ist sicher eine Ultima-Ratio-Therapie präklinisch. Der Kollege Buchwein wird sicher wahrscheinlich die chirurgische Methode vielleicht bevorzugen. Wir Internisten sind da ein bisschen
zurückhaltender und würden das mit einem Pigtail-Katheter punktieren im Prinzip. Auch einmal so ein Bild von so einem Perikarderguss, von einem großen. Ich glaube, wenn man das sieht, das erkennt man. Ja. Gut, nächster Fallbericht wäre so ein Patient, der in die Notfallaufnahme kommt, der auch starke stechende Thoraxschmerzen hat, die ausstrahlen zwischen die Schulterblätter. Im Echo auffällig ein Perikarderguss. Einer meiner lieben Oberärzte, der Ernie Ritter, hat das in der Notfallaufnahme aufgenommen für uns. Er schaut uns auch heute zu aus dem, im Livestream aus Gleisdorf. Schöne Grüße. Und ganz typisch, man sitzt da in den nächsten Aufnahmen hier in der Aorta eine flottierende Struktur und das ist die Intima, die abgelöste Intima, das ist ein Intima-Flap. Das sieht man natürlich nicht immer gut, aber wenn man sieht, das ist ein sehr starker Hinweis auf eine Aortendissektion. Ja. Also da kommt es zum Einreißen der Aortenwand und das ist sicher ein Notfall, der sehr schnell in ein Zentrum transportiert werden muss. Ja. Auch ein Bild von einem Patienten, ein junger Patient, der im kardiogenen Schock war, im beginnenden. Man sieht hier die Pumpfunktion sicher deutlich eingeschränkt im apikalen Bereich. Im Prinzip alle Segmente mit einer Akinesie. Das ist ein Patient mit einem großen Vorderwandinfarkt. Es gibt natürlich, wie wir schon vorher besprochen haben, nicht immer ganz eindeutige EKGs, aber wenn ein Patient ein nicht eindeutiges EKG hat und so eine Wandbewegungsstörung, ist das sicher ein Patient, der dringlich in ein Katheterzentrum kommen muss. Ja. Wenn der im kardiogenen Schock ist und dann wahrscheinlich ein Troponin wird er vielleicht im aufnehmenden Zentrum im peripheren Spital auch haben und dann der Patient gehört sicher relativ rasch auf den Kathetertisch. Ja. Dann noch einmal ein Schnitt und dann nochmal der Zweikammerblick mit der doch ausgedehnten Wandbewegungsstörung. Gut, Sonar bei Dyspnoe, auch daher können wir die Notfallsonographie wunderbar benutzen, um verschiedene Differentialdiagnosen zu unterscheiden. Wir können unterscheiden, ist es eher was Kardiales, ist es wirklich vielleicht einmal ein Lungenproblem. Ja? Das können wir relativ gut. Gut, ein Blick auf den rechten Ventrikel, der ist deutlich dilatiert. Patient hat starke Atemnot, hat beginnende Hypotonie unter Tachykardie. Das ist sicher ein starker Hinweis auf eine Lungenembolie. Ja? Da auch eine deutliche Dilatation des rechten Ventrikels. Der rechte Ventrikel sollte normalerweise immer deutlich schmäler sein als der linke Ventrikel. Das ist ja nicht der Fall und da, das ist schon eigentlich eine Reanimationssituation mit einer Pseudo-EMT, wo wir da wirklich Slow Flow da im rechten Ventrikel haben, da tut sie nicht mehr viel. Ja. Das ist sicher eine Reanimationssituation. Hier auch deutlich zu sehen, das sogenannte Designer kommt zu einer Ablattung des intraventrikulären Septums. Ja. Das ist typisch bei einer akuten Druckbelastung des rechten Ventrikels. Der rechte Ventrikel kann mit akuten Drucksteigerungen schlecht umgehen und dekompensiert relativ rasch. Ja. Da ist, das wäre also ein PAP, das heißt ein CV-Doppler über die Trikuspidalklappe. Da kommt es zu einer deutlichen Erhöhung natürlich. Das sind jetzt so fast 3,5-4 Meter. Das ist ein PAP von 60 circa. Das ist auch schon die Grenze, die hemodynamisch verträglich ist. Da geht der rechte Ventrikel relativ rasch ein. Dann noch vielleicht ein schönes Bild. Ich meine, wenn man das sieht, präklinisch umso besser. Das ist die Pulmonalarterie eingestellt mit dem Truncus pulmonalis und der Aufzweigung und da haben wir einen flottierenden Thrombus. Also wenn man das sieht und der Patient ist im kardiogenen Schock oder in einer Peri-Reanimationssituation, da kann man sich sicher die Lyse sehr gut überlegen. Ja. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Abschnitt dieses Vortrages und zwar dem Lungensonographie. Das ist eigentlich das Steckenpferd von meinem Kollegen Peter Zechner, der auch da sitzt. Der hat mir das auch sehr gut beigebracht und wir unterrichten das und den Studenten und das kann man relativ rasch erlernen. Das ist etwas, was eigentlich erst in den letzten Jahren richtig in Mode gekommen ist. Früher hat es immer geheißen, die Lunge kann man nicht schallen, das ist nur Schallauslöschung, das sind nur Artefakte. Man kann es doch, ja. Also man kann auf jeden Fall mit diesen Artefakten bzw. mit diesen Phänomenen Pathologien erkennen. Das ist der Normalbefund, also das sogenannte Pleurakleiden, das Langsliding. Kommt es zum Gleiten der Pleura visceralis gegen die Pleura parietalis und wir sehen so das typische Ameisenlaufen, so
Querbewegungen der Pleura. Meistens, man stellt sich so normalerweise so ein, dass man oben und unten jeweils eine Rippe hat und man sieht dieses sogenannte Bat-Sign, also wie der Fledermaus im Prinzip, schaut es da aus. Und dann haben wir das schöne Lung-Sliding und wenn wir das sehen, kann man schon mal einen Pneumothorax ausschließen. Ja? Das ist der Normalbefund. Hier nochmal in groß, schön Lung-Sliding. Zum Teil sehen wir da auch einzelne B-Lines, also einzelne B-Linien. Das, was Sie hier sehen, sind Reverberationsartefakte, ja, ganz typisch für einen Normalbefund Luft. Ja. Zum Pleuragleiten, wir können dann noch einen M-Mode schnell durchlegen. Dann sehen wir das typische Seashore-Sign. Hier der Ocean, also das Meer, und hier der Strand. Die Strand ist die Lunge, das ist die Thoraxwand. Wenn wir das sehen, haben wir ein schönes Pleuragleiten, kein Pneumothorax. Ja. Ganz leicht. Wenn wir das sehen, da tut sich nicht sehr viel. Es tut ein bisschen durch die Atembewegung jetzt an sich ein bisschen was, aber es kommt zu keinem typischen Pleuragleiten. Es wirkt relativ starr. Da müssen wir schon einmal jetzt einmal die Ohren spitzen und uns überlegen, aha, da könnte doch was sein. Das ist nämlich das aufgehobene Pleuragleiten oder das Stratosphäre-Sein im M-Mode. Und das kann uns auf eine Pneumothorax hinweisen. Ja. Den Lungenpunkt, den kann man finden, der muss aber nicht vorhanden sein, wie dieser Lungenpunkt ist oder was das ist, dieser Lungenpunkt. Das zeige ich Ihnen gleich. Vorher noch in M-Mode, also dieses Stratosphäre- oder Barcode-Sein, wo es einfach, da gibt es quasi kein Beach, ja. Da ist der Strand weg, ja. Da ist nur Meer, ja. Da ist nichts. Der Lungenpunkt ist der Punkt, wo quasi die Lunge beim Pneumothorax quasi wieder der Thoraxwand anliegt, wo dann plötzlich wieder, wo es plötzlich wieder zum Auftreten vom Seashore-Sign kommt, ja, oder von wo man wieder Pleuragleiten sieht. Ja. Wenn ich dieses Zeichen finde, wenn ich diesen Punkt finde, das ist eine fast hundertprozentige Spezifität für einen Pneumothorax. Ja. Die muss aber leider nicht immer darstellbar sein. Wenn man es findet, ist super. Ja. Weil dann sehen wir genau das. Ja. Das sehen wir da. Den Pneumothorax ohne Lungsliding und hier sehen wir ganz schön die Lunge reingleiten. Ja. Der Kollege Zeichner hat da wunderbare Aufnahmen gemacht. Ich vergiss meistens im Stress diese Sachen zu speichern. So. Da noch in der Seitendifferenz, das ist rechts, kein Pneumothorax, links eindeutig, da ist nicht viel, da bewegt sich nicht viel, Pneumothorax. Ja. Da nochmal den Lungenpunkt schön dargestellt. Da gleitet die Lunge rein, da haben wir nur Artefakte, ja. Da bewegt sich nicht viel. Limitationen, Pleuragleiten kann natürlich auch bei entzündlichen Prozessen aufgehoben sein, wenn es eine Pleuraschwarte ist oder so, dann kann man dieses Pleuragleiten nicht sehen, auch, oder bei einseitiger Intubation kann es auch dazu kommen, dass man das nicht so gut sehen kann und man kann leider keine Größenabschätzung in eines Pneumothorax durchführen. Aber der Vorteil dieser Methode ist, wir kennen das alles von Intensivstationen, Patient wird in einer Ebene im Liegen ein Thoraxröntgen gemacht, der Pneumothorax ist aber leider vorne und nicht auf der Seite. Thoraxröntgen unauffällig und dann, wenn wir mit dem Schallkopf drauf sind, sehen wir doch oft große Pneumothoraxes, die wir dann auch trainieren müssen zum Teil. Ja. Also sicher sensitiver als das Röntgen im Liegen, das muss man schon sagen. Ja. Mit ein bisschen Erfahrung kann man das schon ganz gut abschätzen, ja, ob da was ist oder nicht. Letzter Punkt, Lungenödem versus also Asthma-Kardiale versus Asthma-Pulmonale. Was kann uns da weiterhelfen? Das Phänomen heißt B-Lines, das sind diese Kometenschweif-Artefakte, die man da sieht. Wann treten diese Artefakte auf? Und zwar bei Zunahme der Zunahme von Flüssigkeit im extravasalen Raum. Diese können verschwinden unter Therapie und die treten multiple auf in der gesamten Lunge. Eher basal natürlich häufiger auftretend aufgrund des Drucks als apikal. Also zuerst treten sie immer basal auf, wenn das Lungenödem sehr ausgeprägt ist, dann treten sie auch apikal auf. Wie kann man diese untersuchen? Man kann den Thorax dann einteilen die Lunge einteilen in vier Felder. Wenn mehr als zwei Felder mit B-Lines betroffen sind, dann spricht man von einem interstitiellen Syndrom. Das heißt,
Wir haben da eine deutliche Flüssigkeitsvermehrung interstitiell. Wie viele B-Lines müssen da sein pro Interkostalraum? Zumindest 3, ja? Also mindestens 3 B-Lines und dann das sind 2 Arealen, dann haben wir Hinweis auf ein Lungenödem. Da nochmal im Vergleich kein Lungenödem, also keine B-Lines, nur Reverberationsartefakte, hier die deutlichen Kometenschweifartefakte, das ist ein Lungenödem. Wir alle kennen es oft, der auskultatorische Befund ist ja leider nicht immer wirklich ergiebig bei Patienten. Oft haben wir nur so Dämpfungen oder wir hören keine feuchten RGs und wir wollen wissen, ist das jetzt kardial oder ist das pulmonal. Da hilft uns der Ultraschall wirklich sehr gut weiter. Also hier eindeutig diese B-Lines, diese Kometenschweif-Artefakte, Disco-Lichter, ja. Also mehr als 3 pro Interkostalraum, die sind ziemlich spezifisch für Flüssigkeitsansammlung. Dann nochmal hier deutlich die B-Lines zu sehen, hier die doch eingeschränkte Pumpfunktion, passt uns gut zusammen. Wenn wir jetzt noch auf die Vena Cava schauen würden, wäre das meistens ein weites Rohr ohne guter Kaliberschwankung. Das ist deutlich für eine Überwässerung, das spricht deutlich für eine Überwässerung im Prinzip. Blaue Ergüsse kann man natürlich auch wunderbar sehen. Hier ganz deutlich zu sehen, dass das Zwerchfell, dass die Lunge mit Atelektasen basal. Das sind so große Pleuraergüsse, die sieht man sehr gut. Die kann man sich hier mit dem Ultraschall sehr gut darstellen. Ja. Gelegentlich kann das natürlich auch mal Blut sein. Im Traumabereich kann man das sicher auch dazu gut verwenden. Da auch ein Erguss mit beginnender Septierung auch schon und Binnenechos, also das ist hier schon in Organisation befindlicher Erguss. Ja. Gut, ich glaube, das war es jetzt. Wir haben Sie genug lang gequält. Das ist noch ein historisches Foto aus des FC Medizinerkorps mit zahlreichen Granten und unserem Stützpunktleiter Pötz. Ja. Dann herzlichen Dank, Stefan. Heute kommen immer Fotos, die können alle zensuriert, weil das war ungefähr vor 20 Jahren, da waren wir wirklich jung. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Dann eine kurze von mir noch. Wie viele Untersuchungen würdest du empfehlen, dass man das können, dass man das erlernen kann? Ich meine, die Pleurasonographie, hast du gesagt, ist wahrscheinlich leichter zum Lernen. Also Pleurasonographie ist sicher in 2 Stunden erlernbar. Echokardiographie ist sicher was man gelegentlich, sage ich mal, in der Routine auch durchführen muss, damit man überhaupt weiß, wo schaltet man hin, was sieht man. Also das ist nicht so ganz einfach, muss man ehrlich sagen. Ja, also wenn man Erfahrung hat in Echokardiographie, soll man es verwenden. Die anderen müssen es halt sich selber oder erlernen, beziehungsweise es gibt ja das, Gerhard, du weißt ja besser Bescheid, das Diplom der ÖGIM, glaube ich, ist das Diplom, oder ist es von der ÖGUM? Ja, genau. Da gibt es ein Diplom für Notfall-Echo.